Und ich würde gerne beginnen mit zwei Fragestellungen von rollstuhlnutzenden Personen, weil dann kann ich nämlich auch mein Mikrofon an die Person nochmal weitergeben. Ansonsten, wenn ich nachher Ihren Namen aufrufe und Ihre Frage, dann möchte ich Sie bitten, an das Mikrofon in der Mitte des Saales zu gehen. Man glaubt immer, man ist zu hören, wenn man laut spricht, aber es kommt dann doch nicht ganz hinten an. Vielen Dank schon mal dafür. Ich habe zwei Fragen zur Beförderung von Rollstühlen in der KVG, bei der KVG. Die eine Frage kommt von Frau Hilde Schnittger und die andere Frage von Herrn Arndt Kunau. Wer möchte beginnen? Frau Schnittger? Ja, dann gebe ich Ihnen mein Mikrofon. Ich will also als erstes interessieren, ob diese Regelung wieder abgeschafft wird, dass man nur noch einen Rollstuhl befördert. Denn das ist also wirklich dermaßen nervenaufreibend. Das hat also auch zur Folge, dass man sein ganzes Leben auf die KVG einstellen muss, um dann also wirklich zu den Veranstaltungsorten zu kommen, beziehungsweise zu den Behandlungsorten. Und das, wenn man da nicht pünktlich kommt, dann sind die Zeiten weg und man steht dann so da, wenn man keine Kaffee hat. Das ist so ein richtiger Feier. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Ich spreche da also auch für eine ganze Reihe mit Betroffenen. Vielen Dank, Frau Schnittger. Dann gebe ich das Mikrofon auch noch mal weiter an den Fragesteller mit der ähnlichen Frage. Das waren bestimmt Sie, richtig? Ja? Darf ich Ihnen das Mikrofon? Ja, also meine Frage ist, wie verfährt die KVG mit also wenn jetzt zum Beispiel Rollstuhlfahrer gleichzeitig mit wollen. Also wenn die jetzt zum Beispiel aus Hessen-Schlichtenau, wenn da mehrere zusammen sind und wir auch zusammenbleiben wollen, oder wenn eine von den Rollstuhlfahrern eine Assistentin vom anderen Rollstuhlfahrer ist. Also, das will ich mal von Ihnen beantwortet haben. Vielen Dank. Beantworten. Einmal ging es um die Mitnahme von mehreren Rollstühlen und zum anderen von Assistenten und Rollstuhlfahrern. Herr Dr. Ebert. Ja, vielen Dank, Frau Friedrich. Das Thema ist natürlich unabhängig von der Liniennetzreform, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, heute Abend darüber auch nochmal zu reden. Erstmal möchte ich mit einem grundsätzlichen Missverständnis aufräumen. Es ist nicht so, dass wir nur einen Rollstuhl pro Fahrzeug mitnehmen. Nehmen pro Mehrzweckabteil, von denen es in den Fahrzeugen mehrere gibt, manchmal zwei, manchmal drei, ein Rollstuhl mit. Das ist tatsächlich allerdings eine neue Regelung. Vorher haben wir in den Mehrzweckabteilen auch bis zu zwei Rollstühle mitgenommen. Ich will noch mal kurz was zu dem Anlass sagen. Dazu muss man jetzt ein bisschen einsteigen, aber ich mache es trotzdem nicht so lang in die Thematik. Wir haben grundsätzlich zwei unterschiedliche sogenannte Mobilitätshilfen. Wir haben die Rollstühle und die sogenannten E-Scooter. E-Scooter sind Mobilitätshilfen, die nicht zwingend von Leuten mit entsprechenden Behinderungen genutzt werden und die in den letzten Jahren doch deutlich zugenommen haben. Es hat bundesweit eine Diskussion ausgelöst, in welcher Form man die mitnehmen kann. Die E-Scooter, ich komme gleich auch wieder zu den Rollstühlen, die E-Scooter haben ein paar technische Besonderheiten, die die Mitnahme noch etwas schwieriger machen. Schwierig in dem Sinne, dass sie zu einem Sicherheitsproblem werden können während des Fahrens. Da gab es bundesweite Diskussionen. Ganz aktuell gibt es jetzt auch in Hessen einen Erlass zu dem Thema Mitnahme von E-Scootern.
Und insbesondere die E-Scooter bergen die Gefahr, dass wenn man sich quer zur Fahrtrichtung aufstellt, was dann der Fall ist, wenn man zwei nebeneinander aufstellen will, dann kippen können. Die meisten Kollegen von Verkehrsunternehmen in der Bundesrepublik nehmen E-Scooter deswegen, und zwar auch auf Basis der aktuellen Erlasssituation, in den Fahrzeugen nicht mit. Wir waren die Ersten, die einen Weg gesucht haben, E-Scooter mitzunehmen, haben uns viel Gedanken gemacht und Fahrtests zu unternommen und sind zu der Erkenntnis gekommen, wenn man sie nicht quer zur Fahrtrichtung stellt, sondern längs zur Fahrtrichtung, und zwar rückwärts zur Fahrtrichtung, kann man auch die sehr schweren E-Scooter mitnehmen. Die Rechtslage sagt im Moment, die E-Scooter, die es gibt, müssen nicht mitgenommen werden. Also wenn wir uns alleine an der Rechtslage halten, müssen wir E-Scooter nicht mitnehmen. Wir haben eben mit Fahrtests die Möglichkeit gesucht und auch gefunden, sie mitzunehmen. Die Erkenntnisse, dass man diese E-Scooter jetzt nur noch längs zur Fahrtrichtung aufstellen darf, wenn sie nicht zu Sicherheitsproblemen werden sollen, haben wir auch übertragen auf Rollstühle. Sodass auch Rollstühle jetzt immer nur rückwärts längs zur Fahrtrichtung von uns mitgenommen werden. Derzeit, ich sage gleich noch, wie wir uns vorstellen, weiter damit umzugehen, weil wir befürchten und da auch gute Gründe zu der Annahme haben, dass eben das ähnliche Sicherheitsproblem wie bei E-Scootern auf der Rollstühle besteht. Das war der Auslöser der Diskussion, aber auch in diesem Fall, im Moment handhaben wir das noch so, auch in diesem Fall nehmen wir in jedem Mehrzweckabteil einen mit, das heißt bis zu drei. Muss man wissen, es gibt natürlich noch an einer Stelle eine Klapprampe. Das heißt, insbesondere mit so einem Rollstuhl, wie wir die vorne sehen, kommt man auch nur an dieser Stelle eine Klapprampe rein. Wenn mehrere solche Fahrzeuge kommen, wird es ein Problem reinzukommen. Das ist uns bewusst. Weil es diese intensiven Diskussionen gab und weil es da durchaus Diskussionsbedarf gibt, auch diese Übertragung unserer Erkenntnisse von den E-Scootern, die ja bundesweit eher sehr freundlich war, die wenigsten Kollegen in der Republik machen das so, wie wir, die meisten nehmen nicht mit. Diese Übertragung ist intensiv diskutiert worden auf Rollstühle, und deswegen haben wir uns dann mit dem Behindertenbeirat, der Ernst ist auch hier, zusammen, oder Markus, vom Vorsitzenden vom Behindertenbeirat zusammengesetzt und das Thema diskutiert. Wir haben Folgendes besprochen: Wir werden nochmal gemeinsam ein Gutachten beauftragen, gemeinsam KVG und Behindertenbeirat der Stadt Kassel, um herauszufinden, ob diese Annahme, dass auch die Rollstühle zu übertragen, diese Erkenntnisse richtig ist. In diesem Gutachten, das wir jetzt gerade abgestimmt haben und diese Tage beauftragen werden, steht eindeutig das drin, dass wir das Ziel verfolgen, damit herauszufinden, wie möglichst viele Menschen mit Rollstühlen, anderen Mobilitätshilfen sicher mitgenommen werden können. Das heißt, wir suchen nach einer Lösung, wie wir das verantworten können. Weiterhin Rollstühle nach dem Modus mitzunehmen, was wir bisher gemacht haben. Wir wollen natürlich Ihnen das Leben so leicht wie möglich machen und vielen wie möglichen Menschen diese Chance bieten. Natürlich haben wir die Sicherheitsfrage zu beachten. Mit einem Vorteil möchte ich auch noch aufräumen: Es wird gerne gesagt, ja, was passiert ist, aber nie was passiert, das stimmt nicht. Wir hatten in den letzten 5 Jahren 8 Unfälle mit Rollstühlen, die umgekippt sind, die waren, weil sie quer aufgestellt waren, mit Schadensersatzansprüchen. Also das ist ein Thema, was wir sehr ernst nehmen müssen. Nicht nur, weil wir uns schützen wollen und unsere Fahrer, die dann im Zweifel persönlich dafür haften, sondern auch, weil wir sie und andere Fahrgäste schützen wollen. Aber ich möchte es nochmal betonen, vielleicht können wir dann die Diskussion auch abschließen, weil wir versuchen wollen, abschließen werden wir sie nicht, aber heute Abend abschließen. Wir werden versuchen herauszufinden über das Gutachten, wie wir gegebenenfalls auch wieder mehrere Rollstühle pro Mehrzweckabteil mitnehmen können. Und das Gutachtenziel ist, das Gutachten bis im September vorliegen zu haben. Das passiert, ich sage es nochmal, in ganz enger Abstimmung mit dem Behindertenbeirat. Wir machen da keine Untersuchungsvorgaben, die irgendwie ein bestimmtes Ergebnis generieren sollen. Das machen wir erstens das selbst nicht unser Spiel und zweitens achtet da der Behindertenbeirat nicht drauf. Und wir werden auch, wenn da die Ergebnisse vorliegen, die gemeinsam diskutieren und überlegen, finden wir einen anderen Weg. Bitte ich einfach um Verständnis, dass das ein bisschen eine Herausforderung ist, weil wir mehreren Anforderungen gerecht werden müssen. Wir versuchen auch Ihren Anforderungen gerecht zu werden und werden dann sehen, wie weit wir kommen. Also bitte nur nochmal nicht mit dem Vorurteil, wo wir kommen, wir würden nur eine Rollstuhl mitnehmen. Das ist nicht richtig, das ist faktisch in bestimmten Situationen hinterher anders sein kann. Das ist richtig. Abschließend, dann höre ich auch auf. Wir haben in unseren Fahrzeugen gerade aktuell in der näheren Vergangenheit auch dafür gesorgt, dass die Anzahl an Mehrzweckbereichen erhöht wird.
Freizeitzweckbereich mehr. Das führt zumindest dazu, dass dann vielleicht ein Kinderwagen, ein Fahrrad, wie auch immer, der eben nicht auf eine Klapprampe angewiesen ist, in anderen Mehrzweckbereich leichter oder überhaupt benutzen kann. In den neuen Bussen gibt es bis zu 3. In den sanierten Fahrzeugen der ersten Wiederflurgeneration gibt es auch einen Bereich mehr. Wir versuchen dieses Thema auch weiter zu entschärfen und mehr Platz zu schaffen. Ein wichtiges Thema und ich habe für mich mitgenommen, dass Sie dabei sind, das zu prüfen. Frau Schnittke, Herr Kunner, sind Ihre Fragen damit beantwortet? Für den Moment. Nein. Gut, wenn Sie möchten, können Sie nachher noch mal eine Frage nachschieben. Dann würde ich jetzt erstmal weitermachen. Es waren noch 10 Fragen, die allgemeiner Natur sind. Zur Liniennetzreform insgesamt hat Herr Michael Held eine Frage. Darf ich Sie bitten, Ihre Frage zu stellen? Hallo, ich bin Michael Held von der Initiative Nahverkehr für alle. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr dafür eingesetzt, dass Nahverkehr ausgebaut wird, statt abgebaut wird und dass das Ganze günstiger statt immer teurer wird. Und das, ich bin gerade richtig, richtig sauer, weil hier passiert gerade das Gegenteil. Weil nächstes Jahr wird es wieder eine Erhöhung der Fahrpreise geben und es wird abgebaut. Ja, genau, wegen Kostenerhöhung und sonst. Und ich finde, das geht, worüber wir uns wirklich die ganze Zeit schon aufregen, und ich nicht heute auch besonders, ist, dass das hier dann noch als guter Beteiligungsprozess rübergehen soll. Das ist eine Farce, weil ein guter Beteiligungsprozess fängt nicht da an, wo man sagt, hier, wir müssen die und die Ziele verwirklichen, wir müssen so und so viel sparen, wir müssen optimieren, sondern der fängt da an, wo man dann überlegt, wo man eigentlich will. Und wir wollen besseren Nahverkehr, wir brauchen besseren Nahverkehr, das hat soziale und umwelttechnische Gründe gerade in Kassel. Ich finde, das ist wirklich, also das ist was, da sehen wir uns auch mit, Bürgerbeteiligung, ganz vorsichtig mit sein, wir das in Zukunft vorstellen. Und ich habe ein paar Fragen, die gehen noch ganz schnell. Es gibt eine Garantie, dass durch die Liniennetzreform genau das nicht mehr passiert, nämlich dass Leute stehen gelassen werden. Und das sind nicht nur die Rollstuhlfahrer, das sind auch die Kinder an der Bahn. In Roten Wittwoch ist das extrem, da ist das bestimmt auch gut, dass jetzt von 15 auf 10 Minuten gegangen wird. Wir erleben das aber auch, wir kriegen Rückmeldungen aus allen Stadtteilen, dass das immer wieder so ist. Wir sind froh, dass wir das da hingekriegt haben, dass es von 15 auf 10 Minuten jetzt hochgeht, der Takt. Aber geschissen irgendwie, dass das nicht in vielen Stadtteilen viel besser wird. Wird das Netz jetzt ausgebaut oder wird es abgebaut? Also gerade stand da, dass das Busnetz abgebaut wird. Also das habe ich da rausgelesen. Ist das richtig oder falsch? Und wie viel Geld wird gespart, beziehungsweise wie viel Geld wird mehr reingesteckt? Weil es geht doch darum, dass wenn man eine Verkehrswende will in einer Autostadt wie Kassel, dann muss da auch richtig Geld in die Hand genommen werden und dann braucht man eine richtig große Investition. Stecken die da irgendwo versteckt hinter? Dann eine Sache, die uns noch wichtig ist, weil wir dazu auch gearbeitet haben und gut Kontakt haben, bei diesem AST-Modell. Werden da arbeitsrechtliche Standards auch kontrolliert und gewahrt, so viel wir wissen, haben wir immer wieder mit Taxifahrern zu tun, die sagen, bei uns, wir kriegen noch nicht mal einen Betriebsratswahl hin. Ohne dass wir Ärger kriegen. Wir kriegen das mit dem Mindestlohn, das ist eine Lüge. Da werden wir nämlich einfach falsch rumgerechnet. Spart da die KVG? Spart da die KVG aufgrund arbeitsrechtlicher Standards? Das ist eine Frage, ich möchte mal wissen, ob Sie dem mal nachgegangen sind. Wir können Ihnen gerne mal die Kontakte dazu geben, insofern den Mut haben, das Ihnen gegenüber auch zu sagen. Und wie wird innerhalb der KVG eigentlich umgegangen? Also so, wir haben die Busfahrer, erstmal, die meisten Busfahrer, die wir ansprechen und die sich an uns wenden, die sagen ganz klar, sie sollen und dürfen nicht nach außen gehen. Das ist eine Sauerei, das ist ein öffentlicher Betrieb, wir müssen bei Arbeitsbedingungen alle da Bescheid wissen. Die paar, die was dazu sagen, sprechen von Verdichtung der Arbeitsbedingungen seit Jahren. Engere Takte, Pausenzeiten anders, alles ist hektischer, weniger, nicht mehr Personal und bla bla bla. Und ich bin selber in einer Betriebszeit gewesen, ich weiß, wie das geht. Da wird nämlich nichts weiter gemacht, als irgendwie das zur gleichen Arbeit, Arbeitslohn, wird einfach mehr Arbeit reingepackt. Das geht, das kann man machen. Wie ist das? In welchem Zusammenhang steht das zu Liniennetzreform? Führt das zu einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen oder zu einer weiteren Arbeitsverdichtung? Und zuletzt möchte ich mich nur echt bei denen bedanken, dass die Rollstuhlfahrer vom FAB, die ganzen verschiedenen Interessengruppen, mit denen wir in den letzten Monaten und 2 Jahren gut zusammengearbeitet haben. Und wir werden das auf keinen Fall aufhören, wir werden das so lange machen, bis es wirklich einen besseren Nahverkehr in Kassel gibt. Ich habe 2 weitere Wortmeldungen nach dem Vorschlag, dass wir immer 3 Wortmeldungen bündeln. Und
dann überlegen, wer wozu antwortet. Ich habe einmal von Frau Kerstin Sabitsch und zum anderen von Frau Violetta Bock die Frage mit dem Stichwort Bürgerbeteiligung. Frau Sabitsch, machen Sie den Anfang. Gucken, ist das in Ordnung? Ja, Kerstin Sabitsch bin ich, wohne in der Südstadt und bin auch dann die Ortsvorsteherin. Nun ist die Südstadt ja ein Stadtteil, der schon immer ganz gut angebunden war und auch weiterhin so sein wird. Es gibt kleine Veränderungen. Der Ortsbeirat hat den neuen Entwürfen der KVG aber durchweg zugestimmt. Was ich jetzt aber dazu sagen möchte, was die Bürgerbeteiligung angeht, es waren ja nicht nur Ideen der Ortsbeiräte da zutage getreten, sondern Bürger haben uns angesprochen mit Vorschlägen, Änderungswünschen, die wir in einem Antrag weitergegeben haben. Unsere Erfahrung ist jetzt hier eine ganz positive, nämlich dass diese Anregungen tatsächlich niedergeschlagen sind und in dem veränderten Plan auftauchen. Ja, und das möchte ich jetzt einfach mal so lobend weitergeben. Das klingt durchaus gut. Dann möchte ich Frau Bock bitten, Ihre Frage zu stellen. Ist sie da? Ja, ich bin Violetta Bock, ich bin auch bei der Initiative Nahverkehr, schließe mich da also ganz meinem Vorredner an und bin auch bei der Kasse der Linken. Ich hatte auch das Stichwort Bürgerbeteiligung aufgeschrieben, weil es allein in den ersten 10 Minuten so oft fiel und so positiv vom Podium nach vorne kam, dass ich mir doch dachte, ich muss jetzt mal ein bisschen den Gegenpol spielen, wie das eben von meiner Seite wahrgenommen ist. Ich war ja auch aktiv mit ganz vielen, die hier im Raum sind, wo wir eben nicht nur auf die Formulare geantwortet haben, sondern wo auch Demonstrationen organisiert worden sind, wo auch Eingaben in die Stadt eingereicht worden sind und was nicht so in dem Sinne Bürgerbeteiligung, sondern eigentlich wirklich ein Protest dagegen war, weil die Kernfrage eben nicht war, wie es ja jetzt hier oder auch wenn man die Vorlage sich betrachtet, wo es heißt, wir können uns keinen Ausbau leisten von Seiten der Stadt, sondern wir müssen effizienter werden, wir müssen optimieren, wo ganz viele auf der Straße gesagt haben, wir können es uns nicht leisten, irgendwie Leute von der Mobilität auszuschließen, weil die Fahrpreise zu teuer sind, wir können uns nicht leisten, dass die Luft immer dreckiger wird und deswegen noch, wir können es uns nicht leisten, dass beim Nahverkehr überhaupt eingespart wird, weil das ist einfach Teil der Daseinsvorsorge. Von daher, das war die Grundfrage, die bei ganz vielen da eine Rolle gespielt hat. Da ging es nicht immer nur um die einzelnen Buslinien, da ging es darum, wo wollen wir hin, wollen wir eine Verkehrswende oder eben nicht. Und leider sehe ich das auch in der vorliegenden Vorlage immer noch nicht gegeben. Das sind durch die Proteste viele Sachen, also die schlimmsten Verschlimmerungen sind zurückgenommen worden. Ja, das haben wir durch Proteste erreicht. Nicht nur durch die Formulare, sondern dadurch, dass tatsächlich viele auf die Straße gegangen sind, aber es sind auch immer noch Verschlechterungen drin. Ein paar Sachen sind ja schon genannt worden. Deswegen eine Frage, nachdem die Bürgerbeteiligung eben so oft genannt wurde. Ich habe jetzt den Vortrag von heute, ich glaube, vielleicht so das 7. Mal gesehen in den verschiedensten Gremien. Das hat es natürlich mit sich, bringt es mit sich. Ich glaube, das erste Mal vielleicht zu kurz vor den Sommerferien, also quasi so vor einem Jahr. Seitdem gab es Eingaben von den Umweltverbänden mit konkreten Forderungen, wo auch die Antwort der KVG ist, würde das Netz attraktiver machen bei entsprechender Finanzierung. Seitdem ist es durch die Ortsbeiräte auch erst offiziell durchgegangen, nämlich bis September letzten Jahres. Da würde mich einfach nur interessieren, was hat sich eigentlich seitdem verändert? Weil ich finde ehrlich gesagt keine Änderung gegenüber der ersten Überarbeitung, die vorgelegt wurde. Das ist meine einzige Frage und nur ein Punkt, weil es am Anfang hieß, der Beschluss zur Bürgerversammlung, da hieß es zeitnah. Es ist ganz klar in dem Antrag gesagt worden, es soll im Januar stattfinden. Im Januar hieß es dann, geht nicht, weil Oberbürgermeisterwahl und geht nicht, weil keine Vorlage da ist. Ich finde, also ich sehe noch keine Änderung in der jetzigen Vorlage gegenüber dem, was auch den Ortsbeiräten präsentiert worden ist, außer dass man nochmal jetzt auch Kommentare von der KVG hat. Das möchte ich hier auch klar sagen, meine Kritik geht da nicht an die KVG. Ich finde, die hat wirklich versucht, in diesem Sparrahmen, der da ist, irgendwie das Bestmögliche zu machen. Aber der Sparrahmen ist da und der ist da von der Stadt. Da geht meine Kritik hin. Also da, finde ich, muss ich das lockern. Und ja, jetzt haben wir die Bürgerversammlung 6 Monate später. Ich finde es toll, dass sich da die Leute hier nicht zermürben lassen, sondern trotzdem heute gekommen sind. Und ich hoffe, wir kriegen zumindest von hier aus irgendwie gemeinsam eine Verkehrswende hin. Danke. Wer von Ihnen möchte mit der Beantwortung beginnen? Vielleicht nochmal grundsätzlich was zur Finanzierung und zu dem Ansinnen, dass es ja eine Einsparvorgabe der Stadt. Die Stadt Kassel lässt sich den
Nahverkehr jedes Jahr zwischen 25 und 25 Millionen Euro kostet. Das ist das Defizit der KVG, was aber nicht KVG-spezifisch ist, sondern in jedem ÖPNV-Unternehmen in diesem Land vorhanden liegt, weil ÖPNV eben nun mal nicht kostendeckend zu finanzieren ist. Sie haben recht, das ist ein Akt der kommunalen öffentlichen Daseinsvorsorge. Das sind Pensionslasten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Infrastrukturhilfen. Und nebenbei bemerkt Herr Held, ich finde das schon ein bisschen vermessen, wenn Sie sich hier hinstellen und pauschal behaupten, bei der KVG gibt es prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Ich glaube, da werden Sie den Kolleginnen und Kollegen bei der KVG nicht gerecht. Da muss man hier deutlich an dieser Stelle, aber zu diesem Aufsichtsmann entgegenwirken, das ist ein öffentliches Unternehmen, da geht der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und die KVG ist mit der Stadt Kassel Mitglied im Verband der kommunalen Unternehmen. Das ist keine prekäre Beschäftigung, die es bei der KVG gibt. Das müssen wir sehr deutlich unterstreichen. Und das kann ich an dieser Stelle, auch wenn Sie das auf den ASB hier beziehen, so nicht stehen lassen. Das muss man auch in aller Deutlichkeit sagen. Man sollte nicht mit Gerüchten und Vermutungen operieren und hier darstellen, sondern versuchen, in der sachlichen Diskussion Fakten miteinander zu bewältigen und nicht Behauptungen aufzustellen. Das hilft uns nicht dabei weiter. Herr Held, sage ich an dieser Stelle sehr deutlich. Frau Bock. Entschuldigung, es geht gar nicht um die KVG, es geht um die Zuchtunternehmen. Das ist der Unterschied, den ich hier gemacht habe. Also, das Geheimnis, das ist Praxisgewerbe. Zeige ich mir ein, dass ich das Praxisgewerbe hier habe. Die Subunternehmen sind auch. Kann aber gleich der Kollege Dr. Lieber ausführen. Die Subunternehmen der KVG waren entsprechend gebunden, sind auch tarifgebunden und ich glaube, das ist auch die Diskussion, die hier in die falsche Richtung führt. Wir diskutieren hier für die Liniennetzreform und glaube ich nicht über Beschäftigungsverhältnisse bei der KVG. Jedenfalls ist das das Ansinnen des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Finanzierung wird auch in Zukunft so sichergestellt, das war ja auch die Frage von der Frau Bock. An dieser Stelle nur eins ist auch eine Wahrheit in dieser Stadt. Das würden Sie persönlich, Herr Held und Frau Bock, anders sehen. Aber man kann den Euro eben nur einmal ausgeben. Und in unserem Wirtschaftssystem kann man nicht beliebig die Stellschraube nach oben drehen. Das muss vernünftig gegenfinanziert werden, was uns der ÖPNV in dieser Stadt wert ist. Und das spielt im Zusammenhang mit weiteren öffentlichen Einrichtungen wie Schwimmbäder, wie Kindergärten, wie Schulen, wie Straßen und weitere Einrichtungen. Die Gesamtverantwortung einer Stadt ist es, dies vorzuhalten und eine vernünftige Darstellung für alles zu gewährleisten. Und nicht nur bezogen auf einen Punkt, den sich herauspicken, hier gibt es keine Einsparprogramme, sondern wir sind bereit, für einen guten ÖPNV, den wir, glaube ich, in unserer Stadt haben, auch Geld auszugeben. Nur das muss auch langfristig darstellbar sein und wir können nicht die Schuldenspirale in dieser Stadt weiter nach oben. Das funktioniert sehr deutlich nicht und das ist auch eine Wahl, die Sie, auch wenn Sie sie nicht vertreten können, aber sich auch anhören müssen an dieser Stelle. Herr Dr. Eber, wollen Sie den weiteren Teil der Frage beantworten? Da war ein Teil, ging es darum, ob Kinderwagen stehen gelassen werden, ob es da eine Veränderung gibt in dieser Richtung und inwieweit die Demonstrationen Einfluss hatten auf die Prüfungen und das, was nachher verändert wurde in Ihrem Konzept. Es gab den Hinweis oder die Frage an uns, ob wir garantieren können, dass es keine Stehenbleiber mehr gibt. Also ich glaube, die Antwort auf die Frage kennen Sie, solche Garantien abzugeben, ist, glaube ich, sehr gewagt. Es gibt keine Stadt in Deutschland, bei der es nicht auch mal einen Stehenbleiber gibt, weil Fahrzeuge voll sind, je nachdem, wie die Situation ist. Aber Sie haben ja die Situation in Rotendittmoor, die heute in Buslin 18, 19 hat es auch, Rotendittmoor, die Innenstadt Waldau geschildert, da haben wir dieses Problem massiv und Sie können sicher sein, dass wir das beobachten. Die Fahrer sind gehalten und tun das auch, uns regelt uns zu berichten, wenn es Stehenbleiber gibt, bei Bus wie bei Straßenbahn, das wird in unserem täglichen Betriebsbericht erfasst. Und selbst ich beobachte das sehr genau, das sind Themen, die ich mir mal angucke, aber noch eher natürlich die Kollegen, die unmittelbar zuständig sind. Das ist genau einer der Gründe, warum wir diese deutliche Kapazitätsausweitung auf dieser Achse Wolfgangstraße umsetzen wollen. Weil es ja nicht nur schon ein Problem, erst ein Problem ist, wenn halt jemand stehen bleibt, ob mit Kinderwagen oder ohne Kinderwagen, sondern auch schon ein Problem ist, wenn Fahrzeuge sehr, sehr voll sind, weil natürlich wir dann nur Fahrgäste gewinnen.
können, wenn es auch angenehm ist, mit uns zu fahren. Und je voller das Fahrzeug ist, umso schwieriger ist es, neue Kunden zu gewinnen in dem Bereich. Deswegen haben wir an verschiedenen Stellen Verstärkungen, unter anderem diese Achse. Wir haben das im Bereich Helleböen und wir haben in der Situation natürlich häufig auch am Samstagnachmittag aufgrund der schon lange geänderten Ladenöffnungszeiten. Das heißt, genau da, wo wir regelmäßig Stehenbleiber haben, haben wir nachgesteuert mit diesem den Vorschlag, den Sie kennen und den wir nochmal gesehen haben. Und das wird auch ein Thema sein, was wir in Zukunft immer wieder beobachten werden und gucken werden. Wir sind uns sicher, dass mit dem, was wir da jetzt vorschlagen, dieses Thema deutlich reduziert wird. Früher kriegt man das aber nie. Deswegen will ich so eine Garantie auch nicht aussprechen. Das kann, glaube ich, auch nicht der Anspruch sein. Es gibt auch mal irgendwelche besonderen Events, wo besonders viel los ist. Also insofern wird es eine deutliche Verbesserung geben. Aber ich glaube, auch nur man zum Thema nicht. Zum Thema arbeitsrechtlicher Fragen ist, glaube ich, alles gesagt. Also bei uns selbst, so habe ich den Hinweis auch nicht verstanden, gelten natürlich die üblichen tariflichen Regelungen, die gelten bei unseren Subunternehmen und die gelten für das Taxigewerbe genauso wie es für jeden Taxifahrer, der nicht für uns tätig ist, auch gilt. Ob sich immer jeder an alle Regeln hält, können wir nicht garantieren, aber natürlich beobachten wir die Situation. Und wenn uns solche Dinge bekannt werden, dann reagieren wir auch darauf. Es gibt ja auch durchaus andere Sachen, wo sich nicht an Regeln gehalten werden. Dafür haben wir ein relativ hohes Niveau. Nur wenn es systematische Verstöße gegen arbeitsrechtliche Vorgaben gibt, dann kann ich den betroffenen Arbeitnehmern immer nur raten, den üblichen Weg über rechtliche Schritte, über Gewerkschaft, wie auch immer wir einem da helfen kann, zu gehen. Ganz sicher ist das nicht Ziel irgendeiner Maßnahme, schon gar nicht der Minimumsreform in dieser Frage, aber überhaupt nichts zu tun hat, aufgrund sozusagen darauf Gelder einzusparen, dass arbeitsrechtliche Vorgaben nicht eingehalten werden. Aber bei allen rechtlichen Vorgaben eine 100%ige Garantie, dass jeder Subunternehmer die immer einhält, können auch wir nicht geben, aber natürlich haben wir dann auch Auge. Ansonsten zur Reaktion auf dem Thema, was haben wir eigentlich reagiert, da muss man vielleicht den Ablauf, den Herr Möller ja auch noch mal geschildert hat, darstellen. Es gab eine erste Runde mit den Ortsbeiräten, die mehr den informatorischen Charakter hatte. Das war noch nicht zwingend die eigentlich rechtlich, wenn es jetzt mal ein bisschen vereinfacht, vorgesehene Beschlussbeteiligung der Ortsbeiräte bedeutet. Das haben wir extra so gemacht, dass in der ersten Runde relativ informal diese Linienetzreformvorschläge vorgestellt werden können, dass sehr offen, ohne rechtliche Vorgaben diskutiert werden kann. Wir haben diese intensiven Bürgerbeteiligungsmaßnahmen gemacht, bei denen es Demonstrationen, Unterschriftenlisten, Briefe, was auch immer an uns gab. Das war der Prozess, in dem extrem viele Rückmeldungen bei uns eingegangen sind, bei denen die auch bei uns bewertet wurden und von denen auch viele Dinge berücksichtigt wurden. Das hat Herr Müller gerade geschildert, was wir alles berücksichtigt haben. In der zweiten Runde, gehe ich vielleicht mal konkret auf das Thema Ortsbeiräte, die dann in der zweiten Runde nochmal konkret in die Beschlussfassung gegangen sind, haben wir eine Übersicht auch gemacht, wo Sie sehr gut erkennen können, das haben wir jetzt heute Abend nicht alles gezeigt, dass die sehr kritischen Äußerungen aus der ersten Runde, in der zweiten Runde sich schon ganz anders dargestellt haben, als irgendwas, was man gerade aus der Südstadt gehört. Also die Zustimmung, auch die formale Beschlusszustimmung in den Ortsbeiräten hat sich in der zweiten Runde gegenüber den kritischen Äußerungen der ersten Runde deutlich erhöht. So, dass dann irgendwann in so einem Beteiligungsprozess auch eine Situation entsteht, wo man sagt, okay, wir haben jetzt vieles aufgenommen, vieles berücksichtigt, manches nicht berücksichtigt, auch erklärt, sehr umfassend, was wir nicht berücksichtigt haben, aus welchen Gründen, dass dann irgendwann mal ein bestimmter, definierter Zustand eines solchen Entwurfs in eine Beschlussfassung geht, ist, glaube ich, politisch ein relativ normaler Prozess. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jede Rückmeldung, die gekommen ist und die sich noch berücksichtigen lässt, auch berücksichtigt. Vielen Dank, Herr Dr. Ebert. Das war jetzt eine sehr ausführliche Beantwortung und ich gehe davon aus, dass ich mit dieser Beantwortung vielleicht schon die ein oder andere der weiteren 30 Fragen, die ich hier noch liegen habe, erledigt hat. Ich gehe jetzt die nächsten drei an und zwar ist das einmal Frau Dagmar Wagner mit dem Stichwort KVG wie weiter und dann Herr Dr. Hans-Günther Wagner, KVG allgemein. Frau Wagner, Sie können gerne beginnen. Ja, hallo, mein Name ist Frau Wagner. Ich möchte die Frage stellen, wie logisch ist es, die ein Angebot für den
den öffentlichen Nahverkehr zu reduzieren, aber neue Kunden zu bekommen. Dankeschön. Dann ist das Mikro jetzt frei für Herrn Dr. Hans-Günter Wagner. Ja, guten Abend. Ich wohne in der Rasenallee in der Nähe der Eschebergstraße und kann also, wenn ich den Stadtteil betrachte, nur Verschlechterungen vorstellen, sowohl im alten als auch jetzt im neuen Entwurf. Und das Gesamtbild, das sich mir zeigt, ist, dass es lediglich marginale Verbesserungen gibt. Ich halte es für einen Euphemismus zu sagen, hier sei bürgerorientiert gearbeitet worden. Herr Müller hat vorhin angesprochen, es ging um Effizienzsteigerung. Das geht es allerdings, aber ich sehe hier keine Effizienzsteigerung im Sinne einer Leistungsverbesserung. Ich sehe hier Effizienzsteigerung im Sinne einer Kostenminimierung. Sie haben ja vorhin selbst angesprochen, dass das angestrebte Ziel eine Effizienzverbesserung von 1 Million ist. Also 1 Million Einsparung pro Jahr. Und dann ist auch alles beschönigt. Nichts darum geht es im Kern. Was sind denn die Folgen so einer Maßnahme? Das heißt, dass jetzt Menschen, die in Hardeshaus in anderen Stadtteilen wohnen, möglicherweise aufs Auto umsteigen. Das heißt, wir müssen nochmal die ökologischen Wirkungen einer solchen Maßnahme betrachten. Die Bundesregierung hat auf internationalen Konferenzen in Paris, in Kyoto, in Rio de Janeiro Klimaziele mitformuliert und hier in Kassel arbeitet man konterkarieren, arbeitet man dagegen. Das ist kontraproduktiv. Das ökologische Verbesserungen auch Geld kosten können, ist klar. Aber ich denke, die Mittel sind vorhanden. Es ist eine Frage, wo fließen die Mittel hin? Also ich konnte der HNA am letzten Samstag entnehmen, dass der Kasseler Haushalt einen Plus von 40 Millionen hat. Stellt man in Rechnung, dass da 13,7 Millionen ohnehin vorgesehen war, so liegt da ein Zusatzplus von 27 Millionen vor. Damit könnte man sozusagen im Prinzip, ich gehe es mal etwas theoretisch an, für die nächsten 27 Jahre den Status quo ohne Verbesserungen aufrechterhalten. Auch andere Dinge könnte man ansprechen. Braucht man wirklich eine Eissporthalle für einen Verein? Muss man eine Klientel? Sondern nicht mal vorgesehen ist, dass die neue Eissporthalle auch für die Bürger zur Verfügung steht, während gleichzeitig das räumlich ein. Samstagnachmittagverkehr gibt es Verbesserungen, da wird sich der Einzelhandel freuen, die Leute länger im Geschäft, aber gleichzeitig bei Altersheim am Lindenberg, dasselbe sehe ich am Sengelsheim und in der Eschebergstraße, da kommen die alten Leute nicht mehr weg. Also die Frage ist einfach, wenn wir das nur ökonomisch betrachten, werden wir massiv Interessen von älteren Menschen, von Behinderten ausblenden. Das ist unökologisch und das ist unsozial. Dafür, dass bei Ihnen ganz viele Emotionen da sind und dass Sie viele Ihrer Gedanken hier entsprechend darstellen möchten. Dennoch haben wir, wie gesagt, 30 Karten und 30 Menschen möchten gerne ihre Frage noch stellen. Insofern wäre jetzt noch Herr Sebastian Zintel dran, seine Frage zu stellen, die er kurz benannt hat, Attraktivität der KVG. Bitte schön. Ja, hallo, schönen guten Abend, ich bin der Sebastian Zintel. Ich bin im Ortsbeirat in Nordholland, auch in der Initiative Nahverkehr. Und ja, meine Frage geht dahin, wir haben beispielsweise Fußgänger, wir haben Radfahrer, wir haben Autofahrer und wir haben eben den öffentlichen Nahverkehr, den KVG. Meine Frage zielt dahin ab, dass aufgrund dessen auch mit immer weiter steigenden Verkehrsaufkommen, sprich Autos, wie die Stadt und auch die KVG das letztendlich hinbekommen will, sprich Attraktivität, dass die KVG, der öffentliche Nahverkehr in der Stadt, ja, so attraktiv ist, dass ich selber als Autofahrer im Zweifelsfall, zumindest wenn ich mich hier in der Stadt bewege, eben den öffentlichen Nahverkehr benutze. Nicht andersrum. Und da kommen überhaupt keine Lösungen. Ja? Beispielsweise die Taktung verbessern oder was wirklich mit den Preisen machen. Weil senke ich vielleicht beispielsweise die Preise, dann hole ich mir vielleicht auch mal ein Monatsticket selbst als Autofahrer. Ja? Und so weiter und so fort. Aber das ist nur als kleiner Input.
Und dann als zweites und als letztes, das betrifft jetzt da hier unsere Kinderwegen und auch Rollstuhlfahrer und so weiter. Warum macht man dann einfach einen komplettes Abteil wirklich frei und leer und dann als Option beispielsweise Sitzbänke, die man dann runterklappen kann. Und wenn ich als normal Benutzer dann aufstehe und verlasse und alle anderen, beispielsweise die Rollstühle oder auch die Kinderwegen und so weiter, die haben hier dann ein komplett freies Abteil und da können auch 5 Rollstuhlfahrer rein oder auch 5 Kinderwegen und so weiter. Und ansonsten würde das auch benutzbar sein für die normalen Verkehrsbenutzer. Also danke. Dankeschön. Sie haben sich viele Gedanken gemacht und ich bitte um kurze Beantwortung der Fragen durch Thema Fahrgastzuwachs trotz Reduzierung. Die Grundannahme ist falsch, wir machen keine Reduzierung, aber da die Zahlen gezeigt, es gibt in Summe eine Angebotsausweitung. Deswegen gibt es auch mehr Fahrgäste. Die Angebotsausweitung findet vor allem dort statt, wir haben das mehrfach besprochen, wo wir eine erhöhte Nachfrage stehen bleiben haben. Das ist auch die Antwort auf die Frage ökologischer Wirkung. Wenn ich mehr Fahrgäste habe, haben weniger Leute im Auto. Und dann sehen wir auch da einen positiven Effekt. Grundlage ist das Verkehrsmodell dazu. Zum Thema des kompletten Abteils, wer auch eine Detaildiskussion wir vielleicht hinterher führen, ganz trivial ist das nicht. Erstens sehr unterschiedliche Nutzungsansprüche, wir müssen sehr unterschiedlichen Fahrgastansprüchen gerecht werden. Es gibt bei dem Thema komplettes Freiräumen für Mobilitätshilfen unterschiedlichster Art, zu der auch Kinderwagen übrigens gehört, auch ein paar technische Begrenzungen, was Access und so weiter betrifft, also geht es so weit. Vielen Dank. Dann habe ich jetzt eine Frage zum guten Service von Herrn Manfred Zeil. Hat sich erledigt, vielen Dank. Dann ist eine Frage von Frau Marianne Wohlbach, Fahrpreise und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ich hoffe, ich mache es kurz in 3 kleinen Punkten. Erstens die Verkehrspolitik und meine Einwendungen, Anregungen gehen eigentlich nur in die politische Seite. Verkehrspolitik ist Sozialpolitik. Ich stehe ja weißhaarig, bin ein Gedächtnisteil, wie manche hier im Raum, der Sozialtiketinitiative und meine, dass noch weiterhin die Fahrpreissenkung genau in diesem Sektor gründlicher durchdacht und weiter runtergesetzt werden muss, was dann die Fahrgastzahlen wieder erhöhen würde, allerdings ohne die entsprechenden Einnahmen. Das andere ist, was ich auch als Person noch anmerken möchte, ist zu der Mitarbeiterfrage. Bei allen Trägern, KVG und allen, dass ich habe auch gehört, dass die Arbeitsbedingungen zum Teil auch bei der KVG außerordentlich hart und druckreich sind. Das ist die eine Seite, das andere ist aber, wenn man direkt fährt, merkt man, dass die Pausen fehlen überall am Ende. Man merkt, wie der Druck wächst, wenn ein oder gar mehrere Rollstuhlfahrer oder ein oder zwei Ältere kommen. Man merkt, wie man geschleudert wird in den Bussen. Und an all diesen haben die Fahrerinnen und Fahrer und das andere nicht sichtbare Personal wahrscheinlich sehr wenig Beteiligung. Da stimmt es auch mit dem, was da Arbeitsbedingungen sind, glaube ich, in ganz vielen, was man beobachten kann, nicht. Und Sie wissen das selber alle auch. Und es wäre sehr schön, wenn über die Zukunft hinaus diese Themen Soziales bei den Mitarbeitern und für alle Stadtbenutzerinnen, die das sozial brauchen, wieder mehr beleuchtet und mit viel, viel mehr Geld belegt würden. Und möglich ist es, Herr Geselle, Sie bestehen nicht nur aus der Stadtpolitik, Sie haben auch Einflüsse in andere politische Richtungen und immer auch Entscheidungsfreiheit. Dann bitte ich Herrn Jörg Wiese zur Frage Park and Ride. Ja, zunächst mal schönen guten Abend. Die Liniennetzreform in ihrer Gesamtheit wird ja unter anderem damit begründet, dass sich das Angebot bzw. das Netz sich den geänderten Gegebenheiten anpassen muss. Insofern stelle ich mal die Frage, warum man
in dieser ganzen Liniennetzreform, in diesen ganzen Entwürfen nicht einmal den Begriff Park and Ride ließ. Die Ziele ganz bewusst auf die Kasseler Südstadt ab, Bereich Aue-Stadion, Frankfurter Straße, Menzelstraße, das war ja auch zu Baustellenzeiten dort eine katastrophale Situation. Und im Bereich Feinstaub und Stickoxid und Lärmbelastung wäre es zielführend, wenn man langsam mal über ein funktionierendes Park-and-Ride-System nachdenkt. Dieses Park-and-Ride-System könnte vielleicht im Bereich Messehallen angesiedelt werden. Nicht wenige Menschen, die ihre Arbeitsstelle hier in der Stadt Kassel haben, kommen von der A49 und auch von der A7. Und um ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen, wäre ein vernünftiges, gut geplantes, kostengünstiges Park-and-Ride-System da zielführend. Macht man das in den nächsten Jahren nicht, dann braucht man auch nicht weiter über Umweltbelastungen in der Stadt Kassel reden. Danke. Auch in diesen Fragen- und Beantwortungskomplex reinnehmen können. Das Stichwort ist Einführung des Wiener Modells, Reduzierung der Schadstoff- und Stickstoffbelastung Wien. Die Stadt Kassel und die KVB über das Wiener Modell nachzudenken und sich darüber zu informieren, wie es geschafft haben, mit Fahrpreisreduzierung und Taktbelegung und Ausbau ihre Verkaufszahlen um 40% zu erhöhen. Die verkaufen ein Jahresticket für Erwachsene für 365 Euro und für Kinder und Auszubildende für 60 Euro im Jahr. Und also ich würde meinen Kindern auch gern so ein Jahresticket kaufen, das kann ich mir aber nicht leisten, weil es zu teuer ist, weil ich das für drei Kinder machen muss. Außerdem sind viele Fragen schon erörtert worden, wie Park-and-Ride-Plätze im Stadtrand zu schaffen oder auch die Mitnahme von Fahrrädern und die Kombination von Fahrradparkplätzen und Fußgänger und Fahrräder und Bahn zu kombinieren, dass man das alles gleichzeitig macht. Und Stickoxidbelastung in der Stadt zu reduzieren, gehört auch dazu. Ich denke, Fahrverbote für diese Fahrzeuge werden in den nächsten Jahren auch kommen. Da kommt man vielleicht auch nicht drum herum. Dankeschön. Wer beantwortet? Herr Stadtbaumann. Kurz zu den allgemeinen Fragen bei allem dem. Also man diskutiert über ein Netz und diskutiert über Tarife, man diskutiert über Takt, das sind alles unterschiedliche Ebenen. Grundvoraussetzung, dass man an der Stelle effizient arbeitet, ist ein effizientes Netz. Also man muss ja ein Thema auseinanderhalten. Und das Ziel, was Sie vorher Habershausen genannt haben, ist das definitive Beispiel, wie dieses Netz an sich aufgebaut ist. Im Verkehrsentwicklungsplan ist die Anbindung über die Wolfhager Straße an Habershausen, Netzebene 1 ist im Nahverkehrsplan und eine Favoritenliste im Verkehrsentwicklungsplan. Was hat die KVG gemacht? Sie hat die Linie 10 reingesetzt mit einem sehr engen Takt von 10 Minuten in einer dauernden Besetzung, genau um diesem Verkehrsanspruch gerecht zu werden. Um diesem Verkehrsanspruch gerecht zu werden, muss dieser Bus eine relativ einfache Linie haben, wie es eine Straßenbahn hätte. Also hat man die Ortsdurchfahrten in Habershausen ein Stück weit vereinfacht. Das führt zu Nachteilen und hat, ja, aber dadurch ist die Frequenz auch höher. Wenn die Straßenbahn, die würde auch nicht mehr durch den Ort fahren, wenn jetzt Habershausen wäre. Ja, aber dann hat man darauf reagiert, auf den Anspruch und hat dann diese Bereiche, wo weniger Verkehrsanspruch ist, mit einem Anrufsammeltaxi ausgestattet. Und Anrufsammeltaxi hat die KVG deutlich den Auftrag, dieses Angebot so zu gestalten, dass es gerade für ältere Menschen interessant ist, weil dort die Fahrrichtung deutlicher bestimmt werden kann, also freier gestaltet werden kann. Und der Effekt ist, dass wir an der Stelle, wo viele Leute fahren, einen ordentlichen Bus haben, an dem, wo wenig Leute fahren, ein auch ökologisch sinnvolles Fahrzeug, nämlich führen nicht leere Busse in komplizierten Strecken, sondern ein Anrufsammeltaxi, was auf Bedarf fährt.
Und das ist vom ökologischen Anspruch, von der Bedarfsabdeckung, wie auch von der Ausstattung der Linie 10 auf diesem, entspricht es dem Verkehrsentwicklungsplan, entspricht es den Zielsetzungen des Nahverkehrsplans und es führt dafür, dass egal inwieweit man über die Finanzierung auf Bundeslandesebene über den ÖPNV redet, er funktioniert nur dann, wenn wir in Kassel dafür sorgen, dass wir ein effizientes Netz haben. Und das ist der Vorschlag, der Ihnen nach wirklich umfangreicher Beteiligung, wo eben die Anpassung in Habershausen deutlich mit eingearbeitet wurde, jetzt vorliegt. Gut, dann sehe ich keine weiteren Hände mehr für die Beantwortung. Dann kommen wir zur nächsten Fragerunde. Wir haben einen großen Parkplatz im Hauestadion. Das ist eine der besten Parkplatzstellen, die wir überhaupt haben in Kassel. Direkt Autobahnanschluss und günstige Parkmöglichkeiten. Es gibt viele städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort parken und dann mit dem ÖPNV in Kassel fahren. Das ist eigentlich eine der besten ÖPNV-Anbietungen mit Park and Ride, die wir haben. Die anderen liegen weiter draußen, was auch sinnvoll ist. Das geht mehr nur auf dem Kaufhof. Gut, dann machen wir weiter. Eine Frage von Herrn Rolf Maischke. Da geht es um die Iringshäuser Straße und es geht um den Vergleich mit anderen Städten. Mein Name ist Rolf Maischke. Ich vertrete hier nicht nur mich selbst, sondern auch den VCG Kassel. Zunächst, Herr Stadtkämmerer, haben Sie mich auf eine Sache noch gebracht, die ich so nicht vorhatte, aber dennoch ganz kurz. Sie haben vorhin erläutert, was die Stadt Kassel sich dem ÖPNV kosten lässt. Wobei da 11 Millionen drin sind, über die man diskutieren könnte. Ich möchte jetzt andere Zahlen gegenüberstellen. Die Stadt Kassel subventioniert den Fahrgast der KVG mit 61 Cent, den Fahrgast. Jeden Fluggast am Flugplatz Kassel-Calden subventioniert nur die Stadt, ohne Anteil des Landes, des Landkreises und der Gemeinde Calden, mit 15 Euro. Also ungefähr das 25 Euro. So, das also als Vorbemerkung. Erstes Thema für mich auch die Frage der Bürgerbeteiligung oder der Umgang mit der Beteiligung. Der VCD Kassel hat der KVG seit Sommer vergangenen Jahres, nachdem der zweite Entwurf vorlag, eine Reihe von Anregungen übermittelt, schriftlich, mündlich, durch Übergabe von Unterlagen, per Mail und so weiter. Von der KVG wurde darauf nicht einmal geantwortet. Es fand auch kein Gespräch mehr statt, im Gegensatz zu der Zeit vorher, wo auch Gespräche nicht nur mit dem VCD, auch mit anderen Umweltverbänden stattfanden. Der Gesprächsfaden wurde also von Seiten der KVG sozusagen abgeschnitten. Lediglich als wir im April oder März dieses Jahres... Ihre Frage bitte. Ich brauche jetzt etwas Zeit, ich rede hier auch einfach ab. Als wir die KVG damit konfrontiert haben, dass sie den Stadtverordneten nach unserer Einschätzung für Zusatzangebote, die wir gefordert haben, überhöhte Kosten mitgeteilt hat. Wir gehen davon aus, dass die KVG Vollkosten gerechnet hat, während Grenzkosten angemessen gewesen wären, haben wir eine Antwort bekommen. Die Antwort kann ich in voller Länge vorlesen, ohne dass das die Zeit braucht. Nein, bitte nicht. Nein. Das ist nicht möglich, weil neben Ihnen auch noch andere, die die Möglichkeit haben wollen, zu Wort zu kommen. Ich bitte um Verständnis. Abgeschnitten wird, dann beschränke ich mich auf die konkrete Frage, nämlich wie es vertretbar ist, dass im Abendverkehr im neuen Netz ein einziger Stadtteil ein verschlechtertes Angebot bekommt, und zwar ein einziger Stadtteil im Tramnetz und auch hinsichtlich der Bedienungshäufigkeit der Innenstadtanbindung
ein einziger Stadtteil im Gesamtnetz, nämlich der Fasanenhof, der künftig statt eines 15-Minuten-Taktes abends nur noch einen 30-Minuten-Takt haben soll, Montag bis Freitag nach 21 Uhr. Alle anderen Stadtteile behalten entweder ihren 15-Minuten-Takt oder ihren 30-Minuten-Takt. Oberzweren erhält sogar 6 Kurse pro Stunde, das wäre ein 20-Minuten-Takt. Ja, das ist also nicht vertretbar. Man muss bitte auch mal daran denken, dass es Menschen gibt, für die der ÖPNV, das gute ÖPNV-Angebot, auch bei der Rotpapierwahl von Bedeutung ist. Das gilt sogar auch für mich. Und die damit dann gerade bei einem Stadtteil, der eine sehr starke Steigung aufweist, eigentlich vor düpiert werden oder verprellt werden. Für die Rollstuhlfahrer gibt es dann natürlich auch ein Problem, wenn der nächste Bahn erst nach 30 Minuten kommt und nicht mehr nach 15 Minuten. Die Frage stellen ist, wie das erlebbar ist. Ja, und damit wäre das zu dem Thema Fasanenhof. Dann habe ich an Herrn Möller noch eine ganz konkrete Frage. In Ihren Folien tauchte auf ein Beiwagenbetrieb Helleböhn, Frankfurter Straße, Innenstadt, vielleicht auch noch weitergehend hier in Zeuser Straße. Können Sie das nochmal mit der neuen Linienführung irgendwie in Übereinklang bringen? Ja, und abschließend verweise ich noch darauf, dass die Liniennetzreform, die Stadt Freiburg vor 2 Jahren durchgeführt hat, auf der letzten Strecke dazu geführt hat, dass abends ein 15-Minuten-Takt eingeführt wurde, statt bisher 30 Minuten. Das geht also auch andersrum. Nur eine weitere Frage.